Als sogenannte Risikoperson lebte ich streng isoliert in meinem Kunsthaus Drehow in Liedberg, wochenlang. Dort nutzte ich die Zeit zum intensiven Schaffen umfangreicher und vielfältiger Kunst. Insofern spiegeln meine Arbeiten mein persönliches Erleben der Corona-Pandemie wider, nämlich Verstörung, Angst, Verfall, Isolierung, Rückbesinnung auf mich selbst, Nachdenken über Sünden der Menschheit und, ganz wichtig, über Hoffnung. Ich stelle das Virus Covid-19 sowohl in Form einer Schlange von Keramikhalbkugeln als auch in alles durchdringenden und bedrohenden Stoffschlangen dar. Ich sehe Parallelen in deren lautlosen Schlängeln und oftmals todbringendem Gift. Alle Arbeiten sind kurz vor allem aber während der Corona-Quarantäne entstanden. Thank you.